Mein Name ist Helene Fischer, ich bin 21 Jahre alt und habe zurzeit das ganz große Glück zu erfahren, was es heißt, meinen Traum zu verwirklichen. Denn mein Album Von hier bis unendlich wird jetzt bald veröffentlicht. Deine erste CD hat sich allerdings bis zum heutigen Tag über 100.000 Mal verkauft. Und das wusstest du noch nicht. Und darum erhältst du heute Abend hier beim Herbstfest deine erste goldene CD. Schau mal. Ah. Die ist deine. Oh, das ist schön. Die erste von hier bis unendlich. Das war deine erste goldene. Freust du dich? Wie geht es dir? Ich bin total sprachlos. Wie gesagt, ich hätte damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt, wenn ich das so sehe, oh, es ist wunderschön. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich das erst realisieren. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ja, einfach allen, die das hier mir ermöglicht haben. Dankeschön. Helene, du hast es gerade gesagt, es ist ein bisschen viel auf einmal. Aber bist du noch bereit für eine kleine Überraschung noch? Was, noch eine? Eine hätten wir noch. Geht noch? Ja, es geht noch. Okay, heute nehmen wir alles mit, was geht. Helene, beim Sommerfest, vor zwei Monaten, hast du uns dein erstes Lied von deinem ganz neuen Album vorgestellt. Mitten im Paradies hieß dieses Lied. Und gerade mal eine Woche nach diesem Auftritt im Sommerfest hast du die Top 10 der internationalen Charts gestürmt. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ein sensationeller Erfolg. Und heute, gerade einmal 11 Wochen nach dem Sommerfest, hat sich auch diese CD über 100.000 Mal verkauft. Und darum bekommst du heute nochmal Gold für dein zweites Album. Hier kommt deine zweite goldene. Hier ist dein Album. So nah wie du. Das ist jetzt wirklich zu viel. Es wird zu viel. Oh Gott. Kannst du noch irgendwas, möchtest du noch irgendwas sagen oder möchtest du jetzt einfach nur genießen? Nein, jetzt muss ich mich wieder fangen. Also es ist tatsächlich so, dass es in diesem Jahr wirklich viel passiert ist, aber also noch mit dem zweiten Album 100.000 Mal, da muss ich wirklich auch noch mal meiner Familie ganz, ganz herzlichen Dankeschön sagen, weil sie mich immer unterstützt haben und vor allem, dass ich so viel Glück in meinem Leben haben darf, dass ich sowas überhaupt hier erleben darf. Ich bin 23 und stehe auf einer wunderschönen Bühne und darf vor einem tollen Publikum singen. Das ist so schön. Danke. Vielen, vielen Dank. Die Aufsteigerhenne geht an die Sängerin Helene Fischer. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, hier zu stehen und so eine schöne Henne in den Händen zu halten. Vor allem, sie ist auch sehr schwer. Ich bin stolz, sie auch in meiner kleinen Sammlung zu Hause aufnehmen zu dürfen. Und vor allem sage ich Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank dafür, dass Sie mich ganze zwei Jahre jetzt begleitet haben und dass Sie angerufen haben für mich. Und vor allem ganz, ganz lieben Dank meinen Fans. Und es ist jetzt wirklich dieses Jahr super viel passiert. Ich habe gerade letzte Woche bei dir, lieber Florian, zwei goldene Schallplatten überreicht bekommen. Ich wurde völlig überrascht und es ist wirklich alles ein bisschen viel, aber es gibt einige Menschen, das habe ich letzte Woche ganz vergessen zu sagen, denen ich unbedingt danken möchte. Und zwar ist es ganz speziell dir, deinem Team, und zwar Michael Jürgens und natürlich auch Udo Voth.
dann meiner Plattenfirma, meinem Produzententeam Jean Frankfurter und die Texterinnen und natürlich meiner Familie, weil die mich immer wieder unterstützt haben. Und ich weiß, auch meine Mama sitzt da oben heute ganz allein. Ich darf nicht bei ihr sitzen, aber du weißt, Mami, wir haben Hühner, aber das ist jetzt die goldene. Und nicht nur Stefanie hat Hühner zu Hause, sondern wir auch. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, liebe Zuschauer und liebe Fans. Dankeschön. Ja, ich sehe, Sie sind jetzt überrascht, liebe Helene. Ich weiß, wie das ist, weil das ist mir hier auch schon passiert. Ich wurde hier auch schon überrascht, genau vor 30 Jahren, hier auf dieser Bühne, als ich hier auf dieser Bühne sang, kam von weit her angereist ein junger Mann auf die Bühne und brachte mir einen riesen Strauß roter Rosen und flüsterte mir einen Heiratsantrag ins Ohr. Sie kennen diesen Mann, er heißt Kurt Felix und wir sind inzwischen glücklich verheiratet. Aber ich bin überzeugt, dass auch Sie in 30 Jahren wieder hier auf dieser Bühne stehen werden und auf eine tolle Karriere, erfolgreiche Karriere zurückblicken werden. Ich werde Ihnen sagen, warum. Und Ihnen auch. Die Helene Fischer ist nämlich etwas ganz Besonderes. Sie hat alles, was man für diesen Beruf braucht. Wenn sie auf die Bühne kommt oder vor der Kamera steht, ist sie einfach da. Voilà, hier bin ich. Sie hat das gewisse Etwas, nämlich Ausstrahlung, mit der der Funke von der Bühne sofort zum Publikum überspringt. Sie hat Charme, mit dem sie die Herzen der Zuschauer öffnet. Sie hat Persönlichkeit, mit der er sich im Showbusiness behaupten kann. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt das Wort heraus, dass man in der Summe so sagen kann. Es ist Erfolg. 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 Nicht umsonst ist Helene Fischer mit ihren Liedern immer wieder in den Charts. Manchmal mit mehreren Titeln gleichzeitig, womit sich die Regel bestätigt, mit dem richtigen Lied zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. In der Schweiz würde man sagen, Helene ist ein richtiges Glückskäferli. Ja. Ja. Lieber Glückskäfer Helene, ich freue mich, Ihnen die Krone der Volksmusik überreichen zu dürfen. Die Krone der Volksmusik für die erfolgreichste Sängerin 2007. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Das war wirklich eigentlich sehr gemein, denn ich habe mich wahnsinnig vorbereitet und ich habe eine halbe Stunde vorher diesen Text bekommen und ich war völlig durcheinander. Und als ich Sie jetzt gesehen habe, das ist eine so wahnsinnig große Ehre für mich gewesen, dass Sie meine Laudatio gehalten haben. Und wow, also es sind für mich überhaupt die emotionalsten Monate meines Lebens gewesen. Ich habe meine erste Solotournee beendet und ich habe vorher nie weinen können, weil ich gedacht habe, nein, das darfst du nicht rauslassen. Aber es ist einfach so viel Schönes passiert und das habe ich Ihnen im Publikum zu verdanken, aber natürlich auch Ihnen zu Hause. Und natürlich geht dieser Preis, also diese Krone, ich danke all denjenigen, die dafür gesorgt haben oder gemeint haben, dass ich sie verdiene. Also vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Krone. Und ich schenke es nicht, ja, also es ist nicht nur für mich, sondern auch für mein Team. Vielen, vielen Dank an Jean Frankfurter, der diese wunderschönen Lieder geschrieben hat. Danke schön. Ich nehme die Krone ab. Ja. So, also das, was die Helene Fischer jetzt machen wird, das ist auch relativ verrückt. Also für die Fernsehzuschauer, die vor einer Stunde noch nicht dabei waren. Die Helene wird jetzt einen Künstler anmoderieren, aber rückwärts. Der Künstler heißt Nihes Nomis. Also jetzt bin ich einmal gespannt, liebe Helene, was so da dabei rauskommt. Bitte schön, deine Moderation. Wo geht's los? Wo muss ich reinschauen? Hier okay. Ist die Kamera, die zwei. Snomis Nia, et Nia Ola. Lam, Dnesuat, Snore, Tknis, Nun. Ich dia mup, ich dia. Nenjav, Tchin, Tlos, Ut. Bil, Os, Amo. Amam. Redil, Enias, Nenek, Ella. Ja. Wow. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Sogar noch fast auswendig. Naja, so hier, halt. Das gibt's ja nicht. Du könntest mir jetzt das Blaue vom Himmel erzählen. Ja. Du könntest sagen, der am Ross hat mir heute wieder einen sauberen Sonnenstich. Ich glaub dir das ungefähr, was du gesagt hast. Ich weiß ja ungefähr, was es heißen soll. Aber es muss ja nicht stimmen. Ne? Nein, das stimmt. Du hast es jetzt auf rückwärts gesagt. Wir sind ja mittlerweile technisch schon so weit, wenn wir das jetzt wieder rückwärts abspulen, müsste es eigentlich wieder theoretisch logischerweise vorwärts rauskommen. Ja, ich hoffe. So, dann schauen wir uns oder hören wir uns besser gesagt mal das Band an in vorwärts. Bitteschön. Achtung. Alle kennen seine Lieder. Mama, Mama, so lieb. Du sollst nicht weinen, Heiji, Bumbaiji, nun sind er uns tausendmal. Hallo, Heinde, Hein Simons. Zaubermond, das ist Magie. Das hast du auch wow gemacht. Bitte schön. Ah. Oh mein Gott, wo soll ich die hin tun? Ja. Bruce, da hältst du mich. Wow. Also, ich möchte dir wirklich nur mal sagen, du bist einfach heiß. Vielen Dank, Bruce. Und ich möchte einfach nur einen Kuss geben. Okay. Ja. Mua. Mua. Das waren jetzt sechs. Thank you wow so very much. Thank you. Danke, thank Bruce. You. Vielen bitte herzlichen schön Dank. Bitte schön. Ich bin bitte schön wirklich an dieser Stelle wahnsinnig sprachlos, weil mit zwei Echos hätte ich nie im Leben gerechnet. Ich habe mir gar keine Chancen ausgemacht. Ich bin einfach stolz, heute Abend ein Teil dieser Veranstaltung zu sein. Und es ist für mich eine große Ehre, überhaupt hier auftreten zu dürfen. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle ganz herzlich allen Menschen da draußen danken, meinen Fans, die mich so erfolgreich gemacht haben. Und an dieser Stelle nur ganz kurz, weil das wirklich ein ganz besonderer Moment ist. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mir nach und nach in den Jahren einfach sehr wichtig geworden sind. Und das ist zum einen Uwe Kantak, mein Manager, mein Entdecker, Jean Frankfurter, mein Produzent, der mir diese wunderschönen Titel auf den Leib geschrieben hat. Und ohne ihn hätte ich diesen Echo nicht. Dann möchte ich ganz herzlich der geilsten Plattenfirma wirklich, die es für mich einfach nur geht, der EMI danken. EMI, ihr seid der Wahnsinn. Und vor allem möchte ich ganz herzlich Stefan Ulsch danken für seine Gänsehaut, für seine, wie sagt er immer so schön, für seine Hitnoppen. Resi Hugel, die leider gehen muss, Judith Köhn, Silvia Lobenstein und vor allem
vielen herzlichen Dank, Wolfgang Hanebrink. Ihr seid wirklich der absolute Hammer. Und liebe Bands, wenn ihr da draußen heute zuschaut, meine Band, der zweite Echo, gehört auch euch, weil ihr wart wirklich, ihr begleitet mich auf Tour und ich finde es einfach Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und danke euch und noch einen schönen Abend Ihnen allen. Mangetag Kopenhagen! Ja, er mal glell vor etwa hier ihr Aften. Ist es richtig? Das ist leider das Einzige, was ich auf Dänisch in dieser kurzen Zeit gelernt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier in Dänemark sein zu dürfen. Und vor allem auch sehr stolz, dass ich das erste Mal hier bei Ihnen bin und Ihnen meine neuen Lieder präsentieren darf. Also ich habe 4 Lieder mitgebracht und damit Sie mich alle ein bisschen kennenlernen, würde ich vorschlagen, wir legen gleich los. Und, oh ja, Sie nicken, Sie verstehen ein bisschen? Wunderbar. Okay, dann viel Spaß Ihnen. Du lässt mich sein. Nicht nur das Publikum ist begeistert, auch Helene. Also das hat schon lange keiner mehr geschafft, dass ich so gerührt bin. Einen wunderschönen guten Abend, Berlin! Sogar ein Vollprofi wie Helene Fischer muss mit den Tränen kämpfen bei dieser Atmosphäre.